Hallo Messerfreundin, herzlich willkommen zu einem kurzen Video. Das steht hier ganz unter dem Motto, die heiligen drei Könige. Und da schauen wir uns jetzt mal schnell diese Modelle an, die hier letzte Woche aufgeschlagen sind. Die sind schon im Verkauf im Shop von toolsforchance.com. Neue Modelle in drei verschiedenen Variationen. So, wir schnappen uns einfach mal die erste Box. Und schauen da mal rein. So, stellen wir das so hin. Ja, cool, oder? So, sind die schönen Magnetboxen hier wieder. Da kommt dann immer so ein kleines Zertifikat mit. Modell Arius M390 Bright Washed. Hier haben wir schwarzes Carbon Inlay. Und Standard CF Face. Aber mit, das sieht man schon hier durchblitzen, Blue, blauer Hardware, so, sehr schön. Na, das ist ja mal toll. Das ist ja mal schön. Ein schönes Carbon, das mit dem Licht wunderbar spielt. Blaue Hardware, blauer Backspacer, blaue Schrauben. Hier vorne die Achsschraube in Blau. Und jetzt hier schön auf der anderen Seite, das sieht ja richtig edel aus, eingelassen in die Frame-Seite unter dem Frame-Lock. Wunderbar, eine weitere Carbon-Schicht. Oder halt, ja, ein Stückchen Carbon hier drin. Pep, finde ich das Ganze noch ein bisschen aus und unterstreicht noch mehr den Carbon-Charakter von diesem Modell. Ja, das ist schon, wenn man so die Kantenverarbeitung anschaut. Richard war ja im Werk, hat sich die Maschinen angeschaut. Diese Griffschalen, die Titangriffschalen, sind bis zu 8 Stunden in der Maschine. Werden gefräst mit extremer Präzision. Immer schön genau, passgenau das König hier drin. Flipper. Die laufen halt toll. Durchs Carbon sehr leicht für die Größe von dem Folder. Extremer Hohlschliff. Da tue ich natürlich super schneidfreudig, sofern damit geschnitten wird und es nicht nur als Sammlerstück verwendet wird. Toll. Ja, diese Phase nochmal hier drin. Der leuchtet richtig, dieser blaue Backspacer, wunderschön. Titan in Blue. Wow. Im offenen Zustand kann man hier immer durch die durch den Clip schauen und durch den Frame und sieht dann immer auf der anderen Seite Nummern stehen. Mal schauen, ob das auch hier im Carbon ist. Man sieht es hier nicht, weil es hier drin zu dunkel ist. Aber dafür hat man ja immer ein EDC-Lämpchen am Mann. Und dann schauen wir mal, ob man das hier auch sieht. Müsste ja nicht auch eingefräst sein. Ja, ist eingefräst. Sieht man natürlich jetzt etwas schwerer wie im Titan. Aber hier steht GEN für Generation 4. Und dann, was haben wir da dahinter? Vielleicht sieht man das dann auf dem Video besser. Mal gucken, was haben wir dahinter? Was ist das? Ein Phi B14. Ah, das ist dann wahrscheinlich Batch oder so, ne? Generation 4 Batch 14 oder B, wo was auch immer das B dann steht. Ich glaube, das ist ein B. Müsste man jetzt am besten mit einem Handy. Ja, doch, das ist ein B. Gen 4 B14. Cool, das ist eigentlich immer super praktisch. Du weißt immer, um welches Modell es sich da dann gerade handelt, um welches Modell und oder welche Generation und vielleicht, ja, man muss immer noch sich schlau machen, was es B hinten steht. Ne? Sehr schön. Ja, das ist schon, das ist halt einfach, das ist die Oberklasse, ne? Das ist die Rolex-Klasse. Ne? Das ist Rolex. Natürlich gibt es noch Ordem APG und Patek Philippe und Lange und Söhne, aber es gibt ja auch noch Folder, die teurer sind. Ne? Das sind dann Custom. Handgemachte Custom-Edelstücke. Ne? So ein Güdi van Poppel Super Custom ist dann so ein Lange und Söhne. Boah, wunderbar. Das sind schon, wow. Ja, und sie haben halt den Vorteil, die Dinger kannst du im wenigstens kaufen. Das haben wir auf der Messe erfahren. Wenn du bei einem Sebenza-Auftrag in Bestellung gibst, eine Wartezeit für Händler, jetzt für eine Händlerbestellung 8 Jahre. Da hast du vorher eine Daytona bekommen. So, hier ein Modell. Okay. Hier haben wir einen kleinen Unterschied bei den Modellen. Mit der goldenen Hardware und Carbon ist hier die Rückseite ohne dem
Inlay, das sind dann für die Leute, die sagen, ah, ich hätte aber gern klassisch, eine Seite Carbon, eine Seite Titan. Aber was mir gefällt, ist hier das Gold, das knallt natürlich auch richtig geil. Ne? Da hast du vielleicht eine goldbeschichtete Uhr oder eine goldene, goldenen Kugelschreiber dazu, goldenen Ring, goldenes Kettchen oder irgend sowas, ne? Als Kette. Und dann ist das natürlich vom Farbakzent wunderbar. Die Verarbeitung ist hier wirklich immer toll. Kann man auch nicht meckern, ne? Das ist einfach hier auch hier schon, aber das ist hier nicht einfach nur eine Phase, das ist eine Hohlkehle da drin. Das sieht natürlich noch krasser aus, wie wenn es einfach nur eine Schräge wäre, ne? Das wird auch hier reingefressen, ne? Also das ist hier so, das ist gerollert, ich weiß nicht, ob man es im Video erkennen kann. Das ist hier auch wieder ein, wie hier ein Hohlschliff, ist hier auch einer drin. Das ist ja richtig cooles Detail. Das sieht doch stark aus. Wenn du es erstmal gesehen hast, dann fällt dir das natürlich sofort auf. Dann fällt das ins Auge. Auch hier schön die Aussparungen. Innen drin Titan. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ja, jetzt sieht man es skelettiert, um das Gewicht runterzubringen. Die sind super leicht, ne? Klasse Verarbeitung. Wow. Und die laufen natürlich. Das ist die reinste Wonne. So, dann schauen wir den hier noch an. Das müsste dann noch der in Standard-Hardware sein, aber auch mit dem Inlay. Ja, wunderschön. Hier haben wir alles in Silber. Wenn man sagt, ah, ich bin nicht so der Farbtyp, ich hätte ganz gern das Ding wirklich klassisch, dann ist das, würde ich mal sagen, deine Wahl. Aber das sieht natürlich hier stark aus. Das peppt es dann mal ein bisschen auf, weil du sonst nur eigentlich den silbernen Farbton hast. Okay, hier also silbermatt, hier so silber etwas glänzender. Schön Titan hier und ein bisschen Titan da. Ja, das muss ich sagen, das wäre jetzt mein Favorit. Da würde ich jetzt sogar sagen, okay, obwohl das Blau und das Gold, das Blau sehr schön ist, sehr kräftig, das Gold richtig schön knallt, würde auch gut zu meiner Uhr und Kugelschreiber passen, würde ich jetzt aber hier bei dem Modell auf zwei Farben gehen und mit Silber und schwarzem Carbon. Und hier immer auch das silberne Titan. Oder gut, das ist nicht silber, das ist grau, aber geht ja so in die gleiche Richtung. Boah, der ist schön. Das ist schön. Na, verriegeln sauber. Na ja, gut, da. Ich meine, wir reden hier von dem König. Das Ding heißt nicht umsonst König. Auch das Carbon ist ausgefräst. Ich meine, das Carbon ist schon leicht. Aber dann fräst man hier auch nochmal. Das ist natürlich auch alles wieder Maschinenzeit, ne? Ah, das ist jetzt interessant. Moment, was hat man hier? Ohne Inlay? Ah ja, klar. Ohne Inlay hast du natürlich von innen Platz, dann fräst du das Titan aus. Hier hast du bei den Foldern hast du natürlich auf der anderen Seite die Ausfräsung, weil da brauchst du Platz fürs Carbon-Inlay, dann fräst du von innen natürlich nicht mehr aus, weil sonst wird es zu dünn. Dafür ist das Carbon ausgefräst noch. Ah, auch hier. Und bei dem haben wir die Ausfräsung auf beiden Seiten. Carbon und im Titan. Dadurch werden die Dinger halt echt vor ihre Größe. Ich meine, das ist ja kein kleines Taschenmesser. Das ist ein ausgewachsener Folder. Ja, wenn ich ganz nach vorne gehe, da kriege ich noch einen weiteren Finger hin. Also das ist auch für große Pranken geeignet. Aber selbst ich mit meiner 8,5 ist das wunderbar. Wow. Also ich muss sagen, der Schritt mit dem Carbon-Inlay auf der anderen Seite, wer auf sowas steht, auf Carbon, der kommt nochmal richtig auf seine Kosten. Hier die komplette Griffschalenseite in Carbon und hier das Inlay. Das ist schon sehr, sehr schön gemacht. Und die Dinger laufen natürlich toll hier. M93 wieder, das ist sehr guter Stahl. Hoho, da kann man schon, die fliegen hier von allein zu. Ne? Ja, also die laufen sehr schön. Stehen mittig. Backspace ist auch toll verarbeitet. Ja, gut, ich meine, ihr kennt ja in den Videos die Schwester vom Tim. Die ist die Maschinenprogrammiererin. Der verdanken wir es, dass wir hier so ultrapräzise Kunstwerke kriegen, weil die Produkte sind nur so gut wie der Programmierer der CNC-Maschine. Wenn du das nicht sauber programmierst, dann kann auch die beste Maschine nicht die Qualität liefern, die du gerne hättest. Ne? Du brauchst also eine super Maschine und einen super Programmierer. Und das macht hier tatsächlich die Schwester vom Tim. Sie ist the Brain. Die Königin,
Die Jungs sind die Arbeiterdrohnen. Wow, geil. Schön. Okay, wir wollen das nicht zu lange werden lassen. Wir machen ein schönes Abschlussbild. Hier haben wir einmal hinten die Griffscharne. Ja, die und da. Und vielleicht können wir da noch ein bisschen näher rangehen. Ja, aber dann, da wird es knapp. Da sieht man mal, der Folder ist nicht gerade ein Mini-EDC-Teilchen. Das ist schon ja, ausgewachsenes EDC. Würde ich sagen, das ist obere Grenze für EDC. Sofern es die Leute dann überhaupt führen. Obwohl das natürlich schon ein klasse Folder für sowas wäre. Okay, 42a, die Diskussion ist hier. Die ist erledigt, die haben wir oft genug geführt. Ist jeder selber erwachsen und alt genug, aber das ist schon... Ja, die Heiligen Drei Könige, sie tragen ihren Namen zurecht. Wer da noch einen will, schaut rein. Im Shop von toolsforchance.com sind von den großen Modellen die kleine Ariusse, da kamen leider nicht viele, die waren dann sofort übers Wochenende weg. Aber hier sind noch einige wenige Stücke übrig. Oh, das Gold ist schon geil. Also das haben sie jetzt mal richtig klasse hingebracht. Der Farbton und auch das Blau. Also wer auf blaue Hardware steht, kommt da richtig auf die Kosten. Das ist so richtig kräftig und das Gold, das ist so richtig, ja, auffällig. Oder halt hier dann schön dezent silbergrau-schwarz. Okay, ich sage danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Video. Schaut mal rein hier beim Kanal von Tools for Chance und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye, bye und viel Spaß mit euren Königen. Ne? Schreibt mal drunter, was wäre euer Favorit? Mit Carbon-Inlay auf der Rückseite oder ohne? Blau, Gold oder hier? Schön, schlicht und einfach. Ja, obwohl schlicht und einfach im gleichen Satz mit König zu verwenden, ist echt unpassend. Die sind einfach, naja, zu krass. So, jetzt aber. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.